Wie geht's so? Hey, Jungs, ich weiß nicht. Sie und Ihre Partner haben sich eine ansehnliche Summe von meinem Boss geborgt. Und aufgrund neuester Entwicklungen ist er wegen der Rückzahlungen beunruhigt. Er möchte sich mit Ihnen treffen. Bringen Sie Ihre Freunde mit. Tja, das war dann ja wohl ein schöner Griff ins Klo. Eigentlich wollten Zach, Warren und Bryce und Noah mit Hilfe eines Insider-Tipps aus $200,000 an der Börse das große Geld machen. Eine glatte Fehlinvestition, wie sich bald herausstellt. Denn die Firma, in die sie investiert haben, wurde vom FBI überwacht. Und ihr Startkapital hat sich Noah von Gangster Eddie geliehen, bei dem sie nun knietief in der Kreide stehen. Doch Eddie macht ihnen ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Und so lassen sie sich auf einen möglicherweise lebensgefährlichen Deal ein. Meine Herren, ich biete euch einen Ausweg. B. Ihr müsst nichts weiter tun, als ihn abholen. Und festhalten. Für 24 Stunden. Wir sind keine Kriminellen. Und wenn ihr das für mich tut, betrachte ich eure Schuld als beglichen. Hey, sieh nach, was mit Marquez ist. Sieh du nach. Marquez! Wenn ich böse wäre, würde ich sagen, dass Criminal Activities ein Film ist, der fast 20 Jahre zu spät kommt. Denn er ist durch und durch wie all die Tarantino-Klone, die Mitte der 90er Jahre nach Pulp Fiction entstanden sind. Der Humor, die Kameraeinstellung, die Schnittspielereien, all das erinnert an solch schwarze Gangsterkomödien wie Suicide Kings, Zwei Tage in L.A. oder Das Leben nach dem Tod in Denver. Doch leider über das Regiedebüt von Jackie Earl Healy, der Rorschach übrigens aus Watchmen, nie völlig deren Qualität erreichen. Aber da ich dann doch ganz gut unterhalten wurde, will ich auch gar nicht böse sein. Ja, es gibt eine kleine Planänderung, Eddie. Werdet ihr genau das tun, was ich von euch verlange? Na schön. Die Aktion endet jetzt! Ist das meine Kanone? Oh nein, ihr geht nicht sorgfältig damit um. Ein Grund für meine gute Laune ist Eddie Carthegi als Entführungsopfer Marquez. Jede Szene, in der er zu sehen ist, reißt er mit seinem Charisma an sich. Ein weiterer Grund ist John Travolta, man höre und staune. Obwohl er ohne Mütze fast wie eine Wachsfigur aussieht, wirkt er, als hätte er ganz viel Spaß am Dreh gehabt. Und auch wenn die Story manchmal so holprig wie die wenigen Action-Szenen ist, weist sie doch ein paar schöne Haken auf, die man nicht unbedingt kommen sieht. Eine gute Anzahl an zündenden One-Linern, ein etwas trübes, aber passendes Bild und eine überzeugend räumliche Tonspur runden die Heimkino-Version ab. Wer also nicht mehr als eine lässige 90er-Hommage erwartet, die ihre Mittel nicht ganz ausschöpft, kann gerne hier zugreifen. Meine Ranks-Tags: John Travolta, Jackie Earl Haley, Gangster-Komödien-Hommage und 90er-Flair und zu guter Letzt unausgenutzt. Ihr Vater ist der Fährmann der Insel. Sie wohnen ungefähr 3 Kilometer die Straße runter. In der Nacht sind sie vom Jahrmarkt zurückgekommen. Eine Nachbarin hat beobachtet, wie sie in ein Auto gestiegen sind. Spanien 1980. Die beiden Ermittler Juan und Pedro werden tief in den Süden geschickt, um nach 2 verschwundenen Schwestern zu suchen.